Die drei größten Fehler, die du bei deinem Bauchtraining sicherlich machst. Der erste große Fehler, den viele Leute machen, ist, die Bauchübung nicht zu überlassen. Das heißt, man macht Dutzende Wiederholungen von irgendeiner Bauchübung und kommt gar nicht zur Grenze. Um aber leicht zur Grenze zu kommen, kann man wie Jasmin hier beispielsweise Gewicht nutzen. Damit setzt man den Bauchmuskeln auf vernünftigen Reizen aus und muss nicht 50, 60 oder mehr Wiederholungen machen. Der zweite große Fehler ist es, den Bauch nur in der kurzen Position zu trainieren. Das kann man aber easy ändern, indem man sich einfach über einen Gegenstand legt. So hat der Bauch in der gedehnten Position die höchste Spannung. Der dritte große Fehler ist es, Übungen zu machen, die gar nicht den Bauch treffen. Beinheben ist hier ein super Beispiel, das machen viele Leute, trifft den Hüftbeuger aber nicht unbedingt den Bauch. Um die Übung effektiv zu gestalten, muss die Hüfte mitgekippt werden. Und wie man hier bei Jasmin sieht, ist es doch schwerer, als man vielleicht vermutet. Vermeide diese drei Fehler für das perfekte Ergebnis.